Und damit herzlich willkommen zurück zu South Park's Stick of Truth. Wir haben hier gerade eben die Gangaufsichts-Nazi-Zombies besiegt. Ich würde sogar sagen, komm, wir nehmen mal eben diese Nekromantenhandschuhe. Vielleicht werden wir jetzt noch mehr Zombies treffen, das ist es. Hier ist alles voller Goo. Ja, man hört da schon die Zombies. Okay, das kriegen wir nicht kaputt. Ha, gut, müssen wir eben schauen. Das ist da oben. Jawohl! Ist hier noch mehr? Ich könnte ich ja theoretisch stunnen, ja, aber das bringt mir nicht so viel. Aber wir gehen erstmal hier rein. Okay, komme ich da an, wenn ich dagegen furze? Bam! Jawohl! Schon der zweite. Also gegen einen ist ja gar kein Problem dann. Schauen, was ist hier? Ah, hier können wir dann durch. So, Alter, was willst du jetzt hier? Bam! Alleine ist das natürlich gar kein Problem. Na komm, nehmen wir eine Atem des Drachen, damit er schön seine Rüstung verliert. Wollte er gerade aufstehen? Nee, oder? Alter, was, das macht echt viel Schaden. Ich muss eh gerade mal gucken, wir haben ja gerade eben eine neue Waffe bekommen. Genau, mal schauen. Heiliger Hammer Level 7. Ja, nee. Ey, komm, wir lassen das jetzt. Kommandenrobe? Ja, ja, okay, wir haben mal eine neue Robe. Du jetzt Affe hilft nach einem Angriff auf ein Zombie. Das ist auch nicht so dolle. Ich sage, lasse ich das sogar erstmal. Entweder da hoch oder erstmal in den Boilerraum. Schauen, was ist hier. Können wir irgendwas abschießen? Nein. Wow. Von wem ist das hier? Oh Gott. Ah, hier müssen wir. Genau, Reinigungsalkohol. Und jetzt kommt der nächste Kampf von Jimbo. Ach Quatsch, keine Sorge. Wir könnten hier auch Mr. Sklave rufen, aber das lassen wir erstmal. Ja, komm, einfach verbrennen. Mutantenbakterie. Bam, 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 bam. Anbrennen ist immer schön und dann kommt Butter. Ihr greift auch nur einmal an. Gut, als nächstes. Na komm, in Schlafsand. Abwehr verringert, betäubt und er brennt. Kann ja nur gut werden für mich. Und wenn ich jetzt normal angreifen würde, dann mal schauen. So, 392 und dafür noch MP zurück. Ist doch schön. Da haben wir schon ein paar gute Taktiken jetzt. Oh, zu früh, verdammt. Aber er brennt jetzt nicht mehr, das heißt wieder Atem des Drachen und danach nochmal betäuben. Ja, wir haben ja schon gesehen, Mr. Al Gore, den schaffen wir auch mit dieser Technik nicht. Weil seine Beschützer sind einfach zu krass, die er da hat. Zack. Boah, die Mutantenbakterie ist. Hat viel Leben, aber stark ist sie nicht wirklich. Na gut, wir lassen sie auch kaum angreifen, also von daher. Na schön, haben wir das auch geschafft. So. Nur noch die Kiste. Ansonsten ist hier, glaube ich, auch nichts mehr. Gut, dann laufen wir direkt mal hoch. Mal schauen, was das da jetzt aber. Ich muss sagen, ich bin wirklich gespannt. Schon wieder alle besiegt. No kid, you don't want to be on the wrong side of this when Wizard Badass Army falls.
ist ein Ball, an den kommen wir nicht ran. Aber hier, wir können in die ganzen Spinde nochmal reinschauen. Liste der Mädchen. Kotstulle Abstimmung. Eieiei, wir kommen immer näher. We're breached. Battle stations. Oh Gott, Stan. Gut, wir können uns da oben teleportieren. Wow. Wir können uns oben teleportieren. Ich würde sagen, das probieren wir auch direkt mal. Oh, Stan. So. Na komm, wir gucken erstmal nach oben. Mal schauen, was hier ist. Gut, vielleicht können wir die... Können wir die irgendwie von hier oben angreifen? Aber was hat mir das jetzt gebracht? Dass ich... Nee, abhauen kann ich auch nicht. Hä? Das hat mir gar nichts gebracht. Und wie komme ich hier jetzt wieder raus? Da. Okay, das wäre jetzt blöd. Komm, wir greifen eiskalt an. Ja, okay, ich kann nicht mal angreifen. Kann ich mich hier runter beamen? Nein. Ich muss nach oben. Oder ich muss einfach fliehen. Kann ich auch nicht. Komisch. Wo komme ich denn? Kaputt geht das hier aber auch. Brennt der Tisch vielleicht ab? Komisch. Nee, das komme ich auch nicht. Hä? Jetzt gerade weiß ich echt nicht weiter. Halt alles zu. Oder muss ich echt abschießen? Ja, ich hätte... Okay. Vielleicht? Nee, hä? Ich versteh's nicht. Da hält die alle. Ich lass mich mal eben sterben hier. Hey, mir tut das nicht mehr weh irgendwie. Warum auch immer. Ich kann nicht mal sterben. Gibt's doch nicht. Mal eben laden hier. Mann. Komm, wir probieren es jetzt nochmal. Alien-Sonde nach oben. Abschießen kann ich von hier oben auch nicht. Ach komm, das kann doch nicht sein. Ich komm hier halt nicht raus. Oder? Nein, das kann auch nicht sein. Ach. Ja, ich glaube, ich weiß es jetzt. Ja. Oh, warum komme ich denn da nicht früher drauf, ich Idiot, Mann. War doch irgendwie klar. Oh Gott, er belebt ernsthaft wieder. Alles klar, dann müssen wir uns zuerst hinten den Typen vorknöpfen. Okay, komm, das machen wir jetzt mal ohne Beschwörung. Oder wir nutzen einfach mal die Attacke, komm. So. Schauen auch alle One-Hit? Alter, krass. So noch ein. Der ist aber gar kein Problem. Ja, hat nichts gebracht, der hat Rüstung. Reflektieren. Heißt das, ich muss jetzt einen Nahkampfangriff machen?
weil er sonst ja reflektiert. Ja, ich muss halt jetzt so angreifen, ansonsten macht er mich platt. Ja, da oben sieht's auch. Also ich glaube, Magie kontert er halt und auch die Schüsse. Aber wir machen halt mit normalen Schlägen halt kein Damage, das ist das Problem. Nein. Zum Glück haben wir Butters. So, gut, jetzt kriegen wir hier schön Sachen. Oh, lauf doch nicht weg. Hi, Cartman. Cartman. Kann ich das hier benutzen? Boom. Magie benutzen, um die Vordertür zu öffnen? Okay, das heißt... Hall of Horner. Alles klar. Ach so, das hier... Ah, okay, ja klar. Hab erst nicht gecheckt, dass das die Haupthalle ist hier. Ja, die Vorhalle. Okay, ab jetzt Klassenzimmer der vierten Klasse. Ach, Stanboy. Wolf Brother, heed my call. Got him. Süß. Gut, ja, hier können wir niemanden beschwören. Soll ich die Feuerkugel machen? Hat er denn irgendeine Rüstung? Nein. Würde halt schön Schaden machen und die verbrennen, ne? Komm, wir machen's. Dann sind wir wahrscheinlich auch schnell wenigstens Sparky los. Ah, okay, es macht gar nicht so viel Schaden. Okay, komm, Ding. Nein. Greifen wir normal an. Sollte reichen. Jawohl. Oh Gott, das hat ihn sauer gemacht. Alter, das ist die Attacke, Mann. Die ist krass. Gut, wir müssen ihn... Ja, wir müssen ihn betäuben. Er ist immun, ernsthaft, Mann, das wäre so schön gewesen. Danke, Butterboy. Ach Gott, so cool. Mann, ich will aber perfekt dann drücken, wenn der Blitz aufkommt. Ah, es war ein bisschen zu früh. Eieiei, er hat dieselben Attacken wie halt eben auch. Er brennt nicht, das heißt, wir müssten mal ein paar MP aufladen. Oder erstmal mit Scheiße werfen. Friss das! Gut. Ja, wir haben keine MP, das heißt, wir müssen einen Bogen schießen. Gibt immerhin auch ein paar MP. Danke, mein kleiner Freund. Wow, okay, 1300 macht das Schaden. Mann, Stan ist schon krass, muss ich sagen. Aber natürlich keine Chance gegen uns. Jetzt können wir dann noch schön verbrennen, wenn es denn klappt. Gut, er ist angewidert, er hat Verteidigung minus. Er brennt. Bam, ja, jetzt 1000 Schaden, glaube ich. Nein, Butters! Butters ist down, ich werde dich rächen, mein Freund. Stirb, Stan! Oh, gerade noch so. Armer Butters. Ah, gut, man muss Opfer bringen im Krieg. Stan, es tut mir leid. Klinge des Waldläufers.
Mann, ich hatte Stan eigentlich echt gerne als Partner. Er war halt echt schon stark. Na gut, man muss halt wirklich Opfer bringen, ne? Ja, der Feuerstab ist halt scheiße, der macht halt kein Damage, Alter. Ja, komm, wir nehmen die Zweihandwaffe. Um Stan zu ehren. Tweak, ich komme! Bam! Gut, die sind zu dritt. Schauen, hat denn einer von denen eine Rüstung? Ja, der hat Dreier-Rüstung. Würde ich sagen, greifen wir den normal an, damit er seine Rüstung verliert. Mit der Atem des Drachen. Und danach machen wir unsere Feuerknallattacke dort. Komm ihn, ich glaube, er ist stärker. Oh, zu früh. Das ist immer nur so eine ganz kleine Millisekunde. Oh, Segen des Waldes. Oh, der Penner. Mann, die Heiler, die sind halt krass. Nee, nicht Schlafsand, Feuerkugel. Hoffentlich tötet das den Heiler. Okay, das war sogar... Die waren sogar schwach dagegen. Ich hätte ihn sogar getötet, hätte er ihn nicht geheilt. Sauber. Der Magier hat echt schon geile Attacken, muss ich sagen. Nekromantenkapuze. Ja, wir kämpfen ja jetzt gerade nicht mehr gegen die Toten. Ja, die brauche ich nicht. Oh, da hinten kann ich nochmal ran. Mondgeld. Foto einer Boyband, ja. Hätte ich auch gerne zurückgelassen. Oh, man hört schon, das ist Jimmy. Kann ich die hier irgendwie schwächen? Nee, ne? Alles klar. Oh, wir haben eine Nachricht von Jimmy. Mal schauen, was er gleich will. Gut, wir greifen mal ganz normal an. Mal schauen, wie viel Schaden wir machen. Auch so wenig. Liegt das daran einfach, dass wir Magier sind, oder was? Motherfucker! Ja, ich glaube, es liegt echt daran, dass wir Magier sind, dass wir was für jeden Schaden machen. Aber ist egal. Magier sind cool. Deswegen sind sie cool. Bam! Ja, die sind auch noch schwach dagegen, das ist das Schöne. Das heißt, wir drücken den richtig schön Damage rein. Zwei neue Freunde, moin. Das ist schwul, ja. Das mögt ihr doch. Alles klar. Was wird uns hier drin erwarten? Wir fahren's in der nächsten Folge.